So, Freunde der Nacht. Die Ukulele spielt nicht mehr. Ein kurzer Blick zurück. Das war ein bisschen Chaos die Woche. Ich hatte eigentlich erst den Termin am 12.12. wegen meinen Ulkus. Und dann rief am Montag das UKE an, das Krankenhaus, und fragt, ob ich ein bisschen eher kommen könnte. Da ist noch ein paar Plätze frei. Sag ich, wann? Am Freitag. Sag ich, okay. Freitag 15 Uhr. Sag ich, okay. Freitag 15 Uhr bin ich da. So, nichts essen, nichts trinken vorher. Das war ja mir vorher auch klar, weil magentechnisch muss ja alles leer sein. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, weißt du was, ich schlafe so lange wie möglich, bis um 11 oder so. Dann kurz aufstehen und ab ins Krankenhaus, damit ich gar kein Hungergefühl kriege, kein Frühstücksgefühl und sowas alles. Und am Freitag klingelt das Telefon, ich werde wach, sage ich, oh, mein Wecker. Nee, kann ja nicht sein. Krankenhaus, UKE, ob ich ein bisschen eher kommen könnte. Die sind jetzt gut im Rennen, sage ich, okay. Da habe ich meine Frau wieder gefragt, die geht da wegen Arbeit homotechnisch. Home-technisch, wie sagt man? Home-office. Und okay, wir fahren los. Für mich ganz günstig, für meine Frau nicht ganz so einfach, aber für mich war es günstig. Anziehen, Zähne putzen, ab ins Bett. Nee, ab ins Auto. Und dann bin ich jedenfalls dahin gefahren. Ich hatte nicht mal Zeit, gerade mein Handy hier mitzunehmen und zu filmen. Deswegen erzähle ich das ganz kurz. Wir mussten zwar trotzdem noch ein Stündchen warten, aber es war okay. Rennierröhre, ach Rennierröhre, das ist ja wieder was anderes, das ist ja nächste Woche. Die, weiß nicht, ob man sieht, da ist ein bisschen blau noch, Propofol rein und dann Schlauch rein. Bin aufgewacht, das Erste, was ich gefragt habe, war natürlich, ist die Ukulele weg? Das habe ich wirklich gefragt. Und dann 3 Sekunden später, ich sagte, eine Ulkus, ich sagte, ja. Die ist verschwunden, die ist, das an der Stelle ist nur noch eine kurze Schleimhaut oder so. Also es tut mir leid, das letzte Konzert war am 2. Dezember und die Ukulele ist verschwunden. Ich fand das ein bisschen lustig, wie viele geschrieben haben im letzten Video, Ukulele ist ein Musikinstrument. Ich bin ja so, ich bin zwar blöde, aber so blöde bin ich nicht. Das war, ich habe mir bewusst dieses Wort gemerkt. Das muss irgendwas mit Ukulele sein, so habe ich mir das gemerkt. Ich habe Topsy wieder vergessen, dass es Ulkus heißt, aber ich habe mir diese Verbindung geschaffen mit Ukulele. Ja, sie ist weg. Sieht man halt nur noch so eine kurze Schleimhaut drüber weggewachsen, hat er mir erklärt, der Arzt. Und ich war diesmal voll da, weil Propofol ist ja nicht so eine Narkose wie bei richtigen, wo du erstmal nicht durchsiehst. Ich war um 15 Uhr dran, nee, umgedreht. 14.38 Uhr habe ich auf die Uhr geguckt, da hat der Arzt gefragt, Feuer frei, sag ich Feuer frei, und dann 15 Uhr bin ich schon aufgewacht, also das war nicht lange. Für mich war es 2-3 Stunden, aber dann habe ich ihn gleich gefragt, wie sieht es aus mit den Varizen, also mit den Krampfadern. Dann hat er gesagt, da muss ich eh durch, da muss ich eh lang. So dick ist die Speiseröhre nicht, sind alle weg. Die hat mir Fotos, die würde ich jetzt nicht zeigen, weil das verboten ist, war glaube ich den 3. Und 4. und 5. das zu zeigen. Da sieht man eindeutig, die Speiseröhre ist blank wie ein 15er Rohr vom Obi-Baumarkt. Ich rede schon wieder scheiße. Ich rede, weil ich nichts anderes habe, kein Thema mehr. Und deswegen will ich das in Länge ziehen. Darum werde ich jetzt meine, das werde ich mal kurz zeigen, den Tannenbaum jetzt schmücken, und in der Zeit, in der ich den Tannenbaum schmücke, kommt ein kleines Adventskalender oder zweiter Adventsspezialvideo, was weiß ich, wie man das nennen kann, raus. Nicht wundern, das ist ein Video von früher. Nicht, dass er denkt, ich habe ja 10 Kilo zugenommen und mir geht's Bombe. Das war vor 2-3 Jahren mal das Video gemacht. Soll ich kurz noch schnell die Kugel zeigen, bevor ich die anbaue? Habe ich von meiner Nichte bekommen. Hat sie irgendwo anfertigen lassen.
Ich weiß nicht, ob er es erkennen kann, ob er jetzt halt scharf schaltet oder nicht, habe ich keine Ahnung. So, und die mache ich ja jetzt ran. Da habe ich jetzt hier eine Schnur und eine Schere. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent schon und viel Spaß bei dem Video. So, jetzt gucke ich mal hier, was ist denn das für Knopf? Müsste jetzt eigentlich weg sein. Wenn nicht, muss ich aufstehen und gucken. Noch Scheiße, Mensch, du! Sprengt die Karre nicht mehr an, du! So eine Scheiße, du! Abschleppdienst. Was ist das? Hier, guck hier! Schreddpresse, Autoverwertung und Abschleppdienst. 10 Euro, egal Bundesweit, rufe ich an. Presse Autoverwertung, guten Tag. Ja, du. Ja, ich bin's hier. Bauer Lutz hier. Ich bin hier in Essen auf dem Parkplatz. Glückwunsch. Harte Weihnachtsfeiern. Jetzt wollte ich mal fragen, könnt ihr mein Auto abschleppen? Steht 10 Euro drauf. Stimmt das? Ja, wenn er dem Angebot so steht, dann wird er wohl stimmen, oder? Hoch abschleppen. Ja, siehe. Müsste nach Hamburg. Hör mal, Kollege, geht's noch? Geht. Über Dresden wäre auch geil. Ja, fahr doch noch ein bisschen weiter weg, Junge. Okay, dankeschön. Sind dann so in 10 Minuten da, circa. Aber nur 10 Euro. Ja, nur 10 Euro, besser Wessi-Angebot. Alles klar. Gut. Danke. Bitte, tschö. 20 Minuten später. Ja.